Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Finding Paradise. Ja, wo ich sie gerade immer noch so schön spielen. Klar ist ein endlos Schleifchen hier. Aber wir müssen jetzt weitergehen. Ja, und er hat auf dem Cello immer Tonleiter hoch und runter gespielt. Zumindest das konnte er dann ziemlich gut. Wir haben ja das damals, als er das Cello bekommen hat, gehört, wie schlecht er da gespielt hat. Erstmal drauf. Ne? So. Aber mit Klavier hört sich das Ganze natürlich sehr toll an hier. So, diesmal ist wieder Dr. Watts dran. Vorbereiten. Okay, das Cello ist wichtig. Wir haben hier ein so ein grünes Ding. Da kann man nicht schieben. Da kann man nicht schieben. Wir können nur hier und da schieben. Okay. Und da nach oben schieben. Das bringt uns aber wenig. Beziehungsweise, ob uns das was bringt. Was passiert denn da? Da kommen noch mehr Uhren. Okay. Was passiert, wenn ich das... Ah ne, da kann ich ja gar nicht schieben. Was passiert, wenn ich das Cello da hochschiebe? Das springt einfach über das grüne Ding drüber. Okay. Wie soll ich denn das machen? Das geht doch gar nicht. Da kann ich nicht schieben, ne? Ich kann nur hier und da schieben. Wie soll das jetzt funktionieren? Ich kann die Uhr hier rüber schieben. Die würde zu denen passen, aber das bringt mich auch nicht weiter. Das ist eine falsche Uhr. Hä? Das ist jetzt nach unten gehüpft. Das ist ja lustig. Puh, ich weiß aber tatsächlich nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich probiere es einfach mal irgendwie da rumzuschieben. Ah, jetzt ist es nochmal runtergeruckt irgendwie. Aber ich kriege die doch nirgends irgendwie nie eine Linie. Das funktioniert doch nicht. Und das sind hier die gleichen Uhren hier. Da haben wir nochmal eine neue Uhr. Die mal hier hinschieben vielleicht. Kann ich das nochmal in eine Ebene runterschieben? Aha. Ah, da kristallisiert sich was heraus. Das hüpft immer eins weiter runter, wenn ich da hier so eine neue Uhr hole. Jetzt habe ich aber einen Case zusammengebastelt. Das funktioniert so nicht. Moment mal, wie kriege ich das? Das geht so nicht. Nee, wenn ich das reinschiebe, dann wird daraus gar nichts. Na, das, ich muss probieren. Ja, jetzt ist das eine, nämlich jetzt hängt das eine nach oben. Oder kann ich das Cello? Oh ja, ich kann ja. Ah. Na also, geht doch. Es war ein bisschen schwieriger jetzt, tatsächlich. So. Weiter geht's. Memento aktivieren. Weißt du, was komisch ist? Was denn? Das ist eine Erinnerung an das letzte Konzert seiner Frau, aber vom Konzert selbst haben wir nichts gesehen. Vorhin ist es kurz aufgeflackert, nehme ich an. Trotzdem ziemlich selbstfokussiert, nicht? Möglich, aber es kommt drauf an. Was wir hier sehen, ist immerhin vor allem davon beeinflusst, was er wirklich bereut. Sprich, was wir hier sehen, hat er mehr damit zu tun, was er bedauert, als damit, was ihm wichtig ist. Na, irgendwas passt da trotzdem nicht, finde ich. Aber gut, wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Das Cello läuft durch die Gegend.
Komm schon, es ist gleich dort vorne. Ja, ich weiß doch, wo es ist. Warum müssen wir überhaupt so weit laufen, nur um dort etwas Musik zu spielen? Hast du die Außer da oben gesehen? Die ist unglaublich. Außerdem ist dort niemand, der mir sagt, wie miserabel ich Cello spiele. Du spielst miserabel Cello. Ach, bei dir ist mir egal. Wettrennen zum Gipfel. Aha. Das Mädchen von Banco, oder? Oder das seiner Frau gefallen würde? Ob das seiner Frau gefallen würde? Was macht das schon? Sie waren doch nur Kinder. Außerdem war das lange bevor Colin Sophia überhaupt kennengelernt hat. Trotzdem, die Erinnerungen, die wir hier sehen, sollten einen Zusammenhang mit Colins aktuellen Bedauern haben, oder? Ist nicht unser Job darüber zu urteilen. Lass uns einfach schauen, wie es weitergeht. Okay, wir brauchen 4 Kügelchen. So, warte mal, können wir hier unten noch ein bisschen weiterlaufen? Ja, viel geht hier nicht. Hier zwischen den Bäumen rumlaufen vielleicht? Können wir tatsächlich. So, da kommt aber das Bächle, das, ja. Da gehen wir über dieses Floß, wo aussieht wie eine Brücke. Haha, nee, er hat gesagt, die Brücke, die aussieht wie ein Floß. So, ich will hier immer so ein bisschen was suchen, wenn ich hier in so einem Waldlevel bin, ja, oder so. Vielleicht findet man ja was. Da hinten was vielleicht. Okay. Mann, das suchen wir schon abseits der ausgedrehten Pfade und dann ist hier auch nichts. Hey, das kann ich ändern. Besser? Kommt drauf an. Regenbogensocke erhalten. Die magst du doch am liebsten, bitteschön. Oh Gott. Eine weitere Regenbogensocke erhalten. Noch eine, jetzt hast du ein paar. Eine leere Truhe. Immer noch leer? Ja. Das ist das Secret. Hoppala, jetzt bin ich ans Mikro gestoßen. Das war nicht meine Absicht. Okay, gib mir einfach einen Moment. Und du wolltest ein Wettrennen bis nach ganz oben, ja? Es ist das Cello. Versuch mal, das Ding bergauf zu tragen. Außerdem wiegst du ja praktisch nichts. Hey, das war deine Idee. Ich habe eine neue. Zeit für eine Pause. Ist doch nur ein Cello, das ist inkomplett hohl. Aber was hat sie jetzt da? Die hat ja kein Klavier dabei oder so. Was? Du brauchst ein echtes Training? Hey, was tust du da? Geh runter, wir wollen doch beide den Berg runter und sterben. Wow, gleich so unheilvoll. Ich dachte, ich wiege praktisch nichts. Du widersprichst dir ja selbst. Warum sind die besten Orte immer so schwer zu erreichen? Wozu das alles, wenn der Weg dahin mich bloß müde macht? Genauso gut könnte ich einfach meine Augen zumachen und mir vorstellen, ich sei dort. Du bist ein Miesepeter, weißt du das? Seht her, ich bin Colin. Ich rolle nur den ganzen... Also ich rolle herum und jammer den ganzen Tag. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Ich werde aber die Gipfel stürmen.
Okay, also los. Stimmt, er wollte ein Wettrennen machen. Aber hat das ein bisschen überschätzt, das Ganze? Ach ja, das ist echt herrlich hier. So, okay, jetzt geht's hier ein bisschen rechts längs. Ah, da sind sie ja. Ist hier noch was? Nein. Ja, was spielt sie denn noch für ein Instrument? Weil die hat jetzt was anderes dabei. Eine Gitarre? Was sollen hier noch drei Kugeln sein? Das verstehe ich gerade nicht. Das grüne Buch wieder. Also, was kannst du spielen? Nur die Tonleitern halbwegs. Immer noch. Das ist doch schon 3 Monate her. Hey, nicht jeder hat so tolle Privatlehrer wie du. Ich probiere einfach nur ein bisschen aus. Warum spielst du mir nicht einfach nach? Mal was vor. Okay, aber es sind echt nur die Tonleitern. Hier die Augen zusammenfetzt. Dabei. Naja, es könnte schlimmer sein. Es könnte immer schlimmer sein. Übst du nicht? Doch, aber es ist langweilig, immer wieder nur die Tonleitern zu spielen. Ich wünschte, ich könnte sofort damit anfangen, eine Melodie zu spielen. Komm, spiel doch einfach nochmal. Na gut, wie du meinst. Siehst du? Mit der richtigen Begleitung kann alles eine Melodie sein. Okay, ein Memento. Oder eine Kugel halt. Ist das nicht, was Colin und seine Frau in seiner letzten Erinnerung gespielt haben? Ja. Können wir nun darüber urteilen? Jetzt als Glockenspiel wieder. Ein leerer Cellokoffer und ein abgewetztes grünes Buch. Das Buch hat er echt immer dabei. Ich bin eher überrascht, dass es nicht vom Wind weggepustet wird. Naja, das Buch ist doch schwer genug, oder? Für ein Kind spielt sie ganz schön gut Gitarre. Ist dir übrigens was aufgefallen in dieser Erinnerung? Diese frühen Erinnerungen sind viel lebhafter als seine aktuellen. Oder aktuelle Rennen. Meinst du, er hat Alzheimer? Möglich. Immer, aber selbst wenn, dann vielleicht nur im Anfangsstadium. Nicht all seine früheren Erinnerungen sind klarer als die aktuellen. Nur ein paar bestimmte. Gut, denn mir ist gerade nicht danach, wie ein einziger Tag nochmal anzusehen. Ja, und jetzt, wo kriegen wir uns halt jetzt die Kugel? Haben wir irgendwas übersehen? Hä? Die Pilze? Blaue Pilze erhalten. Wieso hast du die mitgenommen? Einfach so, die gefallen mir halt. Okay, wie wär's, wenn wir die Szenen in einem Stück lassen? Du ruinierst irgendwie das Farbschema. Halt, stopp. Ist da der Busch hier, der Rhododendron oder was? Wow, das sind ganz schön riesige Blumen.
Ich glaube, das ist ein Hibiskus. Aha, Memento Deck. Aber seltsam, dass er hier wild wachsen kann. Wir haben doch noch nicht eine Kugel mehr. Uns fehlt noch eine Kugel. Wo kann die nur sein? Habe ich irgendwas übersehen? Was habe ich übersehen? Das ist die große Preisfrage. Ich will den ganzen Weg nochmal nach unten latschen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber wenn es denn sein muss. Ich finde Secret und irgendwas anderes übersehe ich. Toll. Na, was eben? Das ist die große Frage des Preises. Ah, noch mehr blaue Pilze. Blaue Pilze halten. Diesmal darfst du sie behalten, okay. Was ist die Kugelkarte? Wo ist sie zu finden? Hier ist nichts. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Hier muss doch irgendwo noch eine Bubble sein, hier. Die wir uns nehmen können. Was habe ich denn übersehen? Also hier hinten brauchen wir immer längs. Da war das Secret, aber das Secret ist ja kein richtiges Secret. Das hat ja Dr. Watts einfach reingebeamt hier. Ah, was soll denn der Quatsch hier? Warum läuft das immer so... Das klickt da was an und dann läuft es einfach, wo man dann eh nicht hinkommt, oder? Also ich verstehe es nicht. Können wir eigentlich irgendwie hüpfen? Nö. Oder haben die zwei noch irgendwas, was ich übersehen habe? An sich. Dass wir ihn nochmal anklicken, auch so. Ja, wahrscheinlich. Weil manchmal weiß man, ob die Lupe nicht differenziert ist. Den Song hat er jedenfalls weit in die Zukunft mitgenommen. Naja, um fair zu sein, ist das nur die Tonleiter. Es ist nur die Tonleiter. Was mich mehr interessiert, ist, woher seine Frau die gleiche Begleitmelodie kennt. Ah, Notiz, Tonleitermelodie halten. Wir haben alles. So, Notizen. Von von Faye gespielt zur Begleitung von Collins Tonleitern. Ja, und da von Sophia. Genau. Wieso weiß Faye die gleiche Melodie? Die ist ja nicht ein dieselbe Person. So, und wo ist jetzt eigentlich unser Memento? Ah, da war es ja, okay. Fast übersehen, das Ding. Der Hibiskus. So, wir brauchen den Hibiskus wahrscheinlich. Da ist auch schon. Okay, wie funktioniert das Ganze? Wir müssen wahrscheinlich erst was clearen, damit wir Platz haben. Ah, das schiebt durch, Mist. Warte mal, das sind verschiedene Uhren. Ja, das geht nicht. Haben wir das mal hier weg. Jetzt bekommen wir einen neuen Hibiskus. Wir müssen das erstmal irgendwo verstauen, damit wir einen neuen Hibiskus bekommen können. So, jetzt hat er jetzt. Ist schon runter und dann so, ne? Okay. Das Ganze ist immer ein bisschen anders da. So, wir reisen weiter natürlich. Ja, aktivieren natürlich. So, jetzt gehen wir wieder in eine ältere Vergangenheit. Oder wie war das? Ja, normal schon, ja, genau. Eine Straße. Oh, hast du diesen breiten, je wilden Hibiskus gesehen?
Keine Ahnung, ich bin nicht, da möchte gern Pflanzologe hier. Das heißt Botaniker. Oh, hey, sieh mal da drüben. Zwei Kügelchen. Wie ungewöhnlich, dass der in diesem Teil des Landes so wild wächst. Notiz, überall Hibiskus erhalten. Ja, das scheint wohl auch eine sehr wichtige Erinnerung zu sein. Collins hier wächst immer was viel davon, okay. Und die Melodie spielt immer noch. Müssen wir hier aufpassen, dass wir überfahren werden? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist ja nur ein Traum. Ein Spielplatz. Ah, er mit seinem Junior. So ein toller Spielplatz hier. Sandkasten. Hallo? Sei vorsichtig, Ash. Die sehen etwas wackelig aus. Alles gut, Dad. Ich kann das. Komm doch auch hier rauf und spiel mit. Hör mal, wir kommen wenigstens runter und lass mich erstmal alle in Ordnung bringen. Niemals! Okay. Hä? Da läuft schon wieder ein Phantom. Hä? Alles in Ordnung, Junge? Ash? Ja, alles in Ordnung. Ich bin unverwundbar. Sie. Aber das kann ja nicht sein. Also er hat in Erinnerung jemand gesehen. Eigenartig. Was war das? Keine Ahnung, wir sollten keine Feuerlingsschlüsse ziehen. Okay, es hat eine Kugel bekommen. Was ist jetzt damit? Das ist das Memento, okay. Was hat er denn? Vaterfreuden nehme ich an. Das ist ja eine kurze Erinnerung. Lass uns bei diesem Tempo bleiben. Können wir ihn einfangen irgendwie? Nee. Nee. Ist nicht möglich. Gut, dann gehen wir weiter. So, vorbereiten. So, die Melodie macht das Spiel. Manche Erinnerungen werden durch Wege geleitet. Ach, da ist ein Pfeil. Wie geht es jetzt? Also wir haben hier zwei Sperren. Kann ich da eins hier schieben und dann war's weg, okay. Die Dose hier ist interessant. Ja, okay, dann machen wir das so. Ja, das war einfach. Ach, das soll ein Reifen sein. Ach so, okay. Gut, dann reisen wir doch weiter. Geht sehr schnell jetzt gerade. Ja, und wir gehen die Folgentitel aus. Nee, Blödsinn. So, da baut er wieder eine Reifenstapel hier. Warte mal, das ist jetzt. Ach so, da ist er selber auf dem Spielplatz, sind so jung und er packt es nicht hier. Und da kommt ein Dachs. Okay, der Dachs hat seine Bemühungen hier zerstört gerade. Hä? Aua! Ein Flieger. Du hast mich schon erwartet, hm? Was hat dich so lange aufgehalten? Mensch, ich bin da, oder nicht? Ich habe ein Leben, weißt du? Hui. Wow. Wo hast du das denn gelernt? Nennt sich Talent. Komm schon. Wolltest du nicht mit mir deine Schule zeigen? Wolltest du mich deine Schule zeigen? Ja, die Klassenräume sollten mittlerweile frei sein.
Bleibst du noch bis zu unserer Orchesterprobe? Ja, ja, geh voran. Oh, erinnern Sie dich nicht an uns, als wir jünger waren? Kein einziges bisschen. Gut, der Reifenstab ist halt wichtig, der Papierflieger ist halt wichtig, da hängt jemand kopfüber. Ist die Fledermaus hier? Da oben ist ein Fußballfeld. Eine Wippe. Können wir uns hier irgendwo... Ach, wie lustig ist das? Das ist ein eckiges Fußballfeld hier. Irgendwas Wichtiges hier? Nee, oder? Nee. Ja, dass das hier kein Erinnerungspunkt ist, verstehe ich nicht. Ach, da geht's schon zur Schule rein, verstehe. Die Schule erinnert mich an was. Huch, kommt diese Schule, die Schule kommt mir bekannt vor. Die Welt ist klein. Naja, ich denke mal, viele der alten Knacker sind hier in der Gegend aufgewachsen. Schon wirklich. Ja, tatsächlich, die Treppe da und so. Das ist doch to the moon, ne? So, das Kunstzimmer, oder? Hier haben wir Kunstunterricht. Klasse, hast du irgendwas davon gemalt? Nein, meins wurde rausgeworfen. Das sind die gelungenen Bilder. Aha, können wir da ein bisschen angucken. Man muss sich schon fragen, sahen sie wirklich so aus oder ist das nur, wie er sie sich erinnert? Oder so, so fantastische Arbeit. Wenigstens zeigen sie kleine Fässer, keine Fässer. Ach ja, stimmt, da war ja was. So, ja, keine Fässer. Aber komische Köpfe. Ich weiß bloß nicht, wie sie es machen. Ich wünschte, ich könnte es auch nur halb so... Also, ich könnte auch nur so halb so gut malen. Da weiß sie nichts zu sagen. So, ist da nicht die Aula? 3 Punkte zum Fortsetzen, alles klar, da kommen wir eh nicht rein. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Was war das? Schnelllauf oder wie? So, was ist das? Chemie oder Geschichte oder was auch immer? Und ich sitze da vorne. Obwohl ich mich wohl bald umsetzen würde. Wieso das? Nun, ich saß neben diesem seltsamen Mädchen, weil wir beide eher still sind, aber neulich. Naja, sie verbringt recht viel Zeit mit jemandem. Sehr viel Zeit. Also? Also wollen sie bestimmt zusammensitzen, ist doch klar. Sie kicken sich einfach raus. Lass sie mich für dich fertig machen. Oh, so ist es nicht. Sie sehen einfach so glücklich zusammen aus, also sollte ich sie am besten am selben Tisch sitzen lassen, oder nicht? Aha, nobel, mein Herr. Ja. Dass wir jetzt so in der Schulklasse rein können, hier überall. Sie sehen einfach glücklich zusammen aus, also sollte ich sie am selben Tisch sitzen lassen, oder nicht? Ja, ja, bla bla bla, das sagen wir jetzt 1000 Mal wieder. Das wollen wir bloß nicht 1000 Mal hören. So, was ist da? Da liest ein Zettel, den gucken wir gleich an. Was ist denn das? Computerunterricht? Das einzige Fach, in dem sich quasi alle entspannen und du arbeitest. Hey, ich mag dieses Fach. Wenn du dich anstrengst, kannst du komplette Welten in ihnen erstellen. Wie cool ist das? Nun ja, es klingt, als wäre es etwas für dich. Gut, können wir da noch weiter? Wenn du dich anschaust, ja. Ja, bla bla bla. Okay.
Und für dich ebenfalls. Hey, wer weiß, vielleicht bist du ja gerade in einer Welt, die ich entworfen habe. Haha. Ja, glaubt's ihm nicht. Geh mal einmal rum hier, vielleicht bei ihm noch was. Ja, bla 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 bla. Das ist alles das Gleiche. Gut, wir werden uns die letzte Kugel holen. Die letzte Kugel Eis. Hat die Cafeteria geschlossen? Nee, aber ich gehe dort nicht gerne hin. Es gibt viel nettere und ruhigere Orte ums Essen. Ah ja. Oh, bist du so schüchtern? Ich bin nicht schüchtern. Es interessiert mich nur nicht. Oh, so trostlos. Hä? Warum sagt die es auch? Oh, so trostlos. Hey, ich mag sie. Ach so, weil die jetzt das Gleiche gesagt hat. Ich bin nicht schüchtern. Es interessiert mich nur nicht. Okay, das sagt er tausendmal. So, können wir da rein? Okay, wir können nicht da rein. Wir brauchen noch eine Kugel Eis. Und die finden wir wahrscheinlich hier. Knarz, das ist aber eine knarzige Tür. Ich hab's doch gewusst, dass... Ja gut, nicht Aula, sondern Sportraum natürlich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da haben wir ja damals Arbeit geleistet. Ah, die Probe. Da kann aber gut spielen. aha. Und sie schläft ein. Ist aber gar nicht nett. Und der Linz drüber zu ihr. So, die Kugel. So, wahrscheinlich die Uhr ist wieder unser Reisemittel. Das ist ganz schön eine Unverschämtheit. Ich kann ihr Schnarchen fast schon durch die Streicher hören. Ich kann ja Schnarchen fast schon sehen. Lass dem Mädel ihren Schönheitsschlaf. Ja, ich wollte eigentlich... Ja, okay, danke. So, wir laden das Memento schon mal auf. So. Aber ehe wir das jetzt hier aktivieren, beziehungsweise freibereiten ist auch ein gutes Wort, sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben wieder eine halbe Stunde geschafft. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Auch wenn es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen trocken wird oder auch für meine Stimme sehr schwierig. Ich hoffe, ihr versteht es auch. Naja, ihr könnt ja mitlesen, aber ja, ich versuche es halt so ein bisschen zu illuminieren mit meiner Stimme, ne? Ja, ich sag wieder mal bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Ihr seid mir stets willkommen. Hinterlasst doch mal einen kleinen Kommentar, ein Like oder sogar ein Abo, wenn noch nicht passiert. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch meinen Kanal bzw. dieses Video teilen. Wäre ich euch sehr dankbar. Tschüss, sagt euer guter alter Lego.